Ja, willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Und wir sind gerade mit Sailor Jupiter unterwegs, welcher hier jetzt gerade im Baum unterwegs ist, um hoffentlich den Stein zu finden. Und beim Powerleveln ist uns aufgefallen, dass hier noch jemand am Leveln ist. Da, guck mal nach. Okay, wir haben wieder ordentlich Schmackes hinter unseren Zaubern. Wodurch dieser Teil des Kampfs wahrscheinlich, also die Kämpfe jetzt wieder für uns ein bisschen einfacher wären. Also, hallo. Oh, du lebst noch? Wer zur Hölle bist du? Ich habe es versprochen, also muss ich es dir wohl sagen. Ich bin Opposito Marduk. Die Kriegerin, die Raum und Zeit durchquerte, um den Planet Jupiter zu beschützen. Die Kriegerin, die Raum und Zeit durchquerte? Es ist so eine friedliche Zeit. Ja, das stimmt. Dafür sorgt der Silberkristall, nicht wahr? Ja. Wenn es diesen Silberkristall nicht gäbe, würde die Welt im Chaos versinken. Schreckliche Kämpfe würden beginnen. Der Silberkristall hat so eine große Bedeutung. Was wisst ihr schon von friedlichen Zeiten? Ihr kennt die Wahrheit nicht, daher könnt ihr vom Frieden sprechen. Aber wegen des Silberkristalls wurden so viele Kämpfe ausgetragen. Das dunkle Königreich. Der schwarze Mond. Die Deathbusters. Das ist die Wahrheit, aber dennoch tut ihr Menschen nichts. Denkt nicht, dass seine Kraft so wundervoll ist. Ich kann dich verstehen. Ich kann dich verstehen, Marduk. Ach, die Menschheit ist so dumm. Sie versteht nicht, dass dieser scheinbare Frieden nur ein Trugbild ist. Wenn sie nur die Geschichte kennen würden, dann würden sie wissen, dass viele Kämpfe durch den Silberkristall verursacht wurden. Ja. Die Geschichte wiederholt sich. Der Silberkristall hat seine Grenzen erreicht. Und erneut werden Kämpfe stattfinden. Ich verstehe. Abso, wir sollten nicht, wir sollten nicht dir anschließen. Achso, ich sollte mich dir anschließen. Ich sollte den Silberkristall für uns beschaffen. Und ich sollte die Geschichte von den durch den Silberkristall verursachten Kämpfen befreien. Marduk, ich wusste, dass du es für uns tun würdest. Sailor Jupiter, ich bin beeindruckt, dass du es bis hierher geschafft hast. Nur solltest du lieber nicht weitergehen. Ich muss eine Fliete Stein des Lichts für die Herren holen. Hätte ich sie mal nicht angesprochen. Warum sind wir jetzt hier? Hier habe ich doch gar nicht mit dir gesprochen. Ah, eine Luna P. Die wollen wir uns natürlich. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, haben wir schon länger nicht mehr gemacht. So, ich hoffe, nebenbei den Leuten im Stream geht es soweit gut. Ihr habt nicht zu viel Langeweile und so weiter. Ansonsten könnt ihr mir gerne hier weitere Fragen stellen und mich ebenfalls ein bisschen unterhalten, während ich hier den richtigen Weg suche. So, smack. Einmal kurz Donner und die Geschichte ist durch. D-Pad. Aber ich überlege gerade, auf normalerweise, warum ist da auf der rechten Seite noch mehr Zeug? Kommen wir da nochmal runter oder so? Ich weiß es nicht. Ich muss gestehen, ich spiele ab hier jetzt wirklich blind. Ich habe nicht weiter als hierher gespielt das letzte Mal. Oh. Kämpfe. I like it. So, wo sind wir jetzt?
Nö, es geht einfach immer weiter nach oben. Was ein bisschen seltsam ist, weil der Baum sah gar nicht so groß aus. Warum geht es hier nach oben und nicht nach unten? Eigentlich müsste es doch nach unten gehen. Ist das hier irgendwie... Ich bin verwirrt. Moment. Ist das denn... Kommen wir überhaupt weiter? Da ist ein AP. Ja doch, wir kommen hier weiter. Es sah gerade so aus, als ob wir eigentlich die ganze Zeit immer nur hochgehen und hier gibt es dann so ein hässliches Rätsel wie in anderen Spielen, wo man dann irgendwie... Keine Ahnung. Aha. Wo man wie in anderen Spielen quasi den richtigen Weg erstmal finden muss. Aber nee. Wir... Ah, guck mal einer an. Da ist sie. Hä? Du bist sehr schnell. Aber ich bin schneller. Der Stein gehört mir. Ja. 9. Sie ist unten. Sie ist runtergefallen. Wirst du runterspringen? Nein. Na gut, ich werde doch runterspringen. Kann ich hier runter? Muss ich jetzt den Weg laufen? Ich dachte, ich könnte vielleicht nochmal... Ach verdammt, na gut, okay. Dann laufe ich jetzt halt eben den Weg zurück. Ich dachte, dass das wieder so wie bei Sailor Mars so eine Stelle wäre, in der ich mich entscheiden könnte, ob ich runtergehe oder runterlaufe. Sind das neue Gegner? Die kommen mir aber nicht bekannt vor. War eine doofe Entscheidung, merke ich selber. Nee. Und ich laufe auch hier immer die ganze Zeit daneben. Nee. Diese Steuerung. So. Okay. Wäre ich doch mal lieber runtergesprungen. Ah, da gibt es gar keinen Weg. Das sah nur so aus wie ein Weg. Ha. Sehr witzig. So. Zum Glück halten die Gegner hier nicht so viel aus. Aber ich muss sagen, Sailor Mars hatte schon ein bisschen mehr Power als sie. Nein! Also, ich muss zugeben, manchmal finde ich Random-Kämpfe irgendwie gar nicht so geil. Das zum Beispiel ist gerade so eine Stelle, in der ich Random-Kämpfe nicht so geil finde. Aber wir sind endlich beim Ausgang. Mal gucken, wo sie jetzt ist. Ist sie jetzt hier? Oh, sie liegt da einfach nur doof rum. Oh, verkackt, Mädel. Oh, willst hier voll den coolen Abgang machen und dann bricht sie die Beine oder was? Dumm. Ich habe ihn. Ich habe Niflitis Stein des Lichts. Ich werde gegen sie kämpfen. Nun, da wir ihn haben, musst du ihn zu Mary bringen. Aber ist schon gut, geh einfach. Du hast den Stein vielleicht bekommen, aber du sollst dafür sterben. Du willst mich töten? Wer erteilt dir Befehle? Es gibt niemanden, der mir Befehle erteilt. Es ist meine eigene Absicht, dich zu töten. Und mein Ziel ist es, den Silberkristall zu bekommen. Yeah. Power Slide aufeinander zu. Marduk. Okay. Mal gucken, wie du so abgehst. So. Wir haben elektrischer Druck. Geht auf den einzelnen Gegner. 190 Schaden, das ist gut. Oh lol. Ich glaube, das ist auch mit 2 Schlägen getan. Gucken wir mal. Nee. Oh, krass.
Die ist richtig tough, die braucht wohl 3. Nice. Verdammt, Apsu. Ich habe nicht genug Macht, um dir zu helfen, das Schicksal der Welt zu verändern. Und diese Sailor-Krieger zu schlagen. Sailor Jupiter. Heute habe ich verloren. Aber wage es nicht zu denken, dass du das nächste Mal gewinnst. Wusch. Sie ist weggerannt. Verdammt. Aber es scheint, dass dieses Mädchen für jemanden namens Apsu arbeitet. Versucht sie, das Schicksal der Welt zu ändern? Jupiter, bist du in Ordnung? Du bist wirklich ein tolles Mädchen, weißt du das? Du kannst nicht nur genug gut kochen, du bist auch sehr mutig. Ich schätze schon. Nun, hast du mich in Verlegenheit gebracht. Wie auch immer, was ist mit dem was ist mit dem Stein, den wir gefunden haben? Genau, wir sollten meinen alten Herrn aufsuchen, damit wir den Stein zurückbekommen. Okay. Achso, nee, der ist in die Richtung. Jetzt kann ich hier aber mal ein bisschen schneller laufen. Renn, Jupiter! Ah, nicht gegen die Steine. Ich glaube, der war hier. Ja, perfekt. Hoch da, hinauf da, rüber da. Und da steht er. Was? Die Fliege des Schneiden des Lichts wurde auf der Spitze des Schutzbaumes gefunden? Wirklich, ich wette daran, ist dieser Typ schuld. George, lass uns zum benachbarten Dorf gehen. Aha? Hä? Wieso? Seid ihr mit diesem Dorf nicht im Streit? Ich verstehe diese Logik hier hinter jetzt gerade nicht. Haben die sich gegenseitig angeschnauzt, weil irgendjemand der Meinung war, dass der Stein des Nephlite geklaut wurde oder so. Und deswegen durften die beiden nicht heiraten, weil dieser Stein des Nephlite so unglaublich wichtig für das Dorf war, dass die nicht der Meinung waren, lieber den Stein vernünftig zu bewachen. Na gut, wie dem auch sei. Wie gesagt, Plotholes, Plotholes, Plotholes finde ich jetzt nicht schlimm. Ne? Wie gesagt, Sailor Moon ist generell ein Spiel mit Plotholes oder auch eine Serie mit Plotholes. Von daher lassen wir das einfach so. Der Fliegende Stein des Lichts wurde auf der Spitze des Baumes gefunden. Und es ist alles deine Schuld. Was? Du meinst, du hast ihn nun gefunden, dummer Idiot? Es ist alles so gekommen, weil ich dir meine kleine Schwester nicht überlassen wollte. Wovon sprichst du? Es ist deine Schuld, dass wir den Stein suchen mussten. Es scheint so, als wurde der 40-jährige Streit von diesen beiden angefangen. Kleine Schwester? Vater, deine kleine Schwester ist die Mutter von George? Das heißt also, dass die Mutter von George meine Tante ist? Ich habe vorher noch nie etwas über meine Tante gehört. Vater! Vater! Du bist hierher gekommen, also wieso entschuldigt ihr beide euch nicht? Es ist einfach langweilig. Es ist einfach langweilig als Schwager gewesen. Und wir mochten uns nicht. Was? Also sind Mary und ich verwandt? Wie ärgerlich, dass es so ist. Mary, stell dir das doch mal vor. Der Vater von diesem Typ soll meine kleine Schwester heiraten. Also hat er einen Nephlite-Stein des Lichts gestohlen. Was sagst du da? Du wolltest deine Schwester nicht gehen lassen. Der Stein war die ganze Zeit in den Ruinen. Du lügst. Okay, okay, okay. Der Dorfälteste von Michi wollte seine Schwester nicht gehen lassen, also verbreitete der Dorfälteste von Medias ein paar Lügen über ihn. George, Mary, seid ehrlich und erzählt allen in den Dörfern darüber. Hä?
Was? Na, sag jedem, dass diese dumme Rivalität aufhören muss. Ja, das war die, das... Ja, das, was die Dorfältesten getan haben, ist dumm. Unser Stolz ist gebrochen, nicht wahr? Hey je, ist es wirklich möglich, sich mit diesem Typen anzufreunden? Wenn er sich zuerst entschuldigt, dann bin ich einverstanden mit ihm. Befreundet zu sein. Was? Du entschuldigst dich zuerst. Nein, du zuerst. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Entschuldigt euch schon. Na, oh, ich bin so erleichtert. Diese zwei sind wie kleine Kinder. What's up? Danke, Jupiter. Dank dir und Nephlitestein des Lichts wurde dieser Streit vollständig geschlichtet. Und die Legende von Nephlitestein des Lichts hat die Freunde in diesem Dorf wieder zusammengebracht. Danke und bitte nimm das hier an dich. Yay, Nephlitestein des Lichts. Wir schulden dir etwas. Komm irgendwann mal wieder. Ich sollte euch danken. Wir sind von nun an in der Lage, miteinander auszukommen. Ah, so soll es bleiben. Moment, war da nicht noch eine Hochzeit? Oh, und erneut gehe ich mit gebrochenem Herz. Dieses Ding. In Ordnung, alle warten auf mich, darum sollte ich besser schnell zurückkehren. Und da kommt wieder Luna aus dem Busch. Miau, 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 miau. Miau? Ja, wir wollen hier speichern. Und wir kriegen als nächstes Sailor Venus. Wir könnten ihr eigentlich schon direkt die Accessoires aus anlegen. Dann müssen wir das nicht später machen. So. Los geht's. Mit Artemis. Oh, wir können uns einfach direkt bewegen. Das ist mal was Neues. Warum steht hier direkt eine Luna P? Ja. Ich weiß noch nicht, was es bringen soll jetzt gerade, aber wir speichern einfach. Gehen wir mal einfach weiter. Was haben wir hier? Ein Heilbad. Sehr schön. Und hier? Ein Eau de Cologne. Lecker. Endlich was Richtiges zu trinken. Aber wo sind wir denn hier? Wo sollte Sailor Venus nochmal gleich hin? Ich hab's vergessen. Oh, da ist noch eine Kiste. Da ist der Artemis. Das ist Conceited Stein des Lichts. Yay, das war jetzt irgendwie ungewöhnlich. Wir haben es geschafft, Venus. Jetzt, da wir unsere Mission beendet haben, sollten wir nach Japan zurückkehren. Venus, mich überkommt plötzlich so eine schlechte Vorahnung. Schon gut. Du machst dir immer zu viele Sorgen, Artemis. Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Topas Armreif. Haben wir noch mehr? Loot, 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 loot. Nicht mehr Loot. Aber echt gut. So, dann können wir gleich einen Topas-Armreif dazu nehmen. Krass. Und weiter. Wait. Aber wohin weiter? Hier war noch... Oh nein, ein Loch! Way. Wir sind in ein Loch gefallen. Mr. Obvious, danke. Kapitel 2, die Suche nach den Steinen. Kapitel 4, 4.2, Kapitel 4.2 ist, 2.4 ist das. Ah. Indien. Wo sind wir? Sieht aus wie ein Dorf, aber... Unter dem Loch befindet sich ein Dorf?
Geht es dir gut? Du siehst aus, als wärst du verletzt. Ah ja, definitiv Indien. Hm, was ist das? Es wäre ein schönes Mädchen. Du bist wirklich, wahrlich die Verkörperung der Schönheit. Bitte werde meine Freundin. Bitte übernachte in meinem Haus. Ah, dieses Lächeln. Es gibt nichts Schöneres. Du bist so schön. Bitte nimm diese Blume von mir an. Okay, ich erhalte eine Blume. Bitte erlaube mir, dich im Dorf herumzuführen. Nein, ich mach das. Nein, ich sollte das tun. Moment, ich bin total auf der falschen Spur. Ich glaube, Sailor Venus ist in die Türkei gefahren. Oh, das wird jetzt viel lustiger. Nein, ich! Stopp, was soll das denn? Und verschwinden wir hier einfach. Na. Anscheinend sind wir abgehauen. Gerade rechtzeitig. Oh nein! Das Schöne ist, dass sie zumindest hier nicht alle Klischees bedienen. Hier entlang! Wir verstecken uns, in diesem Haus. Hey, Artemis? Es ist seltsam, aber es sieht so aus, als gäbe es in diesem Dorf nur Männer. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Sache gut oder schlecht macht, aber gucken wir uns doch in dem Haus erstmal um. Ich frage mich, ob jemand hier ist. Psst, da kommt jemand. Wer ist da? Sie müssen sich lautlos in mein Haus geschlichen haben. Sieht so aus, als wären wir entdeckt worden. Hey, das ist der Umriss seines Körpers. Ich denke, ich sollte dort mal nachsehen, ja? Was sollen wir machen, Artemis? Es wird das Beste sein, wenn wir uns zu erkennen geben. Ja, lass es uns tun. Es tut mir leid. Plötzlich haben diese Kerle angefangen, uns zu jagen. Mein Name ist Venus. Oh, wunderschön, ja? Was für eine wunderschöne Person du bist. Ich bin dir vollkommen verfallen, Alter. Du siehst aus wie die Göttin Venus. Und der Name ist so hübsch, er passt perfekt zu dir. Es freut mich, dass du mich so hübsch findest, aber... Ah, Entschuldigung. Ich sah lange keine Schönheit wie dich hier im Dorf, ja? Wie lautet der Name von diesem Dorf? Es ist das Dorf Rias. Ein Dorf, in dem nur Männer leben, ja? Venus, Ich darf doch Venus zu dir sagen. Ja, das macht mir nichts aus, aber... Befindet sich das Dorf in einer Höhle? Natürlich. Vielleicht erfahre ich etwas von diesen Leuten, ja? Du hast unser Dorf besucht, ja? Außerdem bist du so hübsch, ja? Findest du mich wirklich hübsch, Artemis? Das bist du wirklich, Venus. Was? Artemis? Was hast du über mich gesagt? Nichts. Ich habe was von etwas anderem gesprochen. Wir haben heute etwas zu tun. Wir bereiten uns auf ein Fest vor, ja? Wie wär's, wenn du zu uns ins Dorfzentrum kommst? Das Fest findet heute Abend statt. Es dauert nicht mehr lange bis dahin, ja? Ich kann mich bewegen. Sehr gut. Heute Abend wird es ein fröhliches Fest geben. Okay, cool. Party ist immer gut. Okay. Lassen die anderen mich jetzt in Ruhe? Ich frag mal einfach. Hallo? Ich werde mit meinem Heiratsantrag bis zum Fest warten. Okay. Ich werde dich nicht heiraten, so by the way. Das finde ich ein bisschen creepy. Willkommen. Wenigstens einer, der hier nochmal reden kann. Was haben wir denn hier? Fußketten. Yay. Ich nehme nochmal einen Armreif dazu.
glaube, Armreife ist ganz gut, weil wir haben nämlich nur zwei Accessoires bisher ausgerüstet. Armreife, Halskette. Mal gucken. Das liefert uns mehr Angriff, aber weniger Verteidigung. Okay, lassen wir so. Haben wir für irgendjemand anders noch was? Ist auch in Ordnung. Na gut. Dorfzentrum Party wurde gesagt. Aber was machen wir in der Zeit zwischendrin? Wir können auch einfach mal gucken, ob wir hier irgendwo raus können aus dem Dorf. Weil eigentlich, wir haben ja den Stein schon. Warum sollten wir jetzt hier bleiben? So, hier geht's nicht weiter. Hier ist auch kein Ausgang. Hier auch nicht. Oh, na guck mal eine an. Eine riesige Ruine. Oder sowas. Fräulein Venus, die Vorbereitungen für das Fest sind noch nicht abgeschlossen. Bitte sprich mit den Leuten im Dorf. Das Fest wird bald beginnen. Ja, warum reden wir nicht einfach noch mit ein bisschen mit den Dorfbewohnern? Ja, okay. Na, reden wir mal mit denen. Ich möchte Fräulein Venus heiraten. Okay. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich das cool finde. In diesem Dorf gibt es ein paar seltene Edelsteine. Einer davon ist zum Beispiel der sagenhafte Rias Topas. Okay. Also, arm ist dieses Dorf anscheinend nicht. Ah, bestimmt sind wir durch das Schicksal miteinander verbunden. Wir sind... Das Einzige, was uns verbindet, könnte meine Faust sein, wenn ich sie dir ins Gesicht schiebe. In Rias ist es immer so heiß, aber bei mir ist es gemütlich. Mhm. Das ist die wahrscheinlich mieseste Anmache, die ich je gehört habe. Oh, was haben wir hier? Ach, verdammt. Fräulein Venus. Wohin gehst du? Das Fest beginnt gleich. Ja, auf der einen Seite wollen sie mich nicht zum Fest lassen, auf der anderen Seite lassen die mich aber auch nicht aus dem Dorf. Was ist das denn hier? Das Fest findet im Tempel statt. Danke, wissen wir. Dann reden wir hier einfach mit den Leuten zusammen. In der Mitte von Concites Tempel befindet sich ein Raum. In diesem Raum steht Concites Statue. An der Statue befindet sich eine geheimnisvolle Vorrichtung. Was? Etwa ein Schalter, den man mit ganz einfachem Betätigen von oben nach unten ziehen aktiviert und damit einen Raum öffnet, der sich unter dem Raum befindet? Das klingt aber sehr mysteriös. Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier mit allen gesprochen. Wenn das jetzt vorüber ist, können wir vielleicht etwas Zeit miteinander verbringen. Nee. Ich meine, sehr gerne. Okay. Ich rede jetzt nochmal mit dem Dude. Heute Abend wird es fröhliches Fest geben, ja? Okay. Hat das jetzt gereicht? Kann ich da jetzt rein? Vor allem kann ich hier hinter einfach durchlaufen? Nee, kann ich nicht. Der Schrein ist, oder der Tempel ist groß genug, dass der da eine Mauer erstellt. Fräulein Venus, die Vorbereitungen für das Fest sind noch nicht abgeschlossen. Bitte sprich mit den Leuten im Dorf. Das Fest wird bald beginnen. Na gut. Aber hier haben wir doch schon angefangen. Welches Haus habe ich wohl vergessen, welches mir gegebenenfalls Informationen liefert? Das hatte ich doch schon. In diesem Dorf gibt es ein paar seltene Edelsteine. Ja, das wissen wir jetzt mittlerweile schon. Dann probiere ich es hier nochmal entlang. Aber hier waren wir doch auch schon. Achso, ja klar waren wir hier schon. Was haben wir denn hier? Waren wir hier schon? Weiß ich gar nicht. Die Häuser sehen alle so gleich aus. Oh, Fräulein Venus, willkommen. Danke. Okay. Man weiß ja nie, ob sich hier nicht auch nochmal irgendjemand versteckt. Aha.
Im Westen gibt es ein benachbartes Dorf namens Sariel. Es sieht haargenau aus wie dieses Dorf und dort leben nur Frauen. Es scheint, dass eine Frau namens Werner dort etwas herstellt. Eine Superwaffe, mit der sie Raum und Zeit zerstören und vernichten kann und alles kollabiert und Tote. Aber das ist nur so ein Mythos. So, war das die Information, die wir wissen wollten? Nee. Immer noch nicht die Information, die wir brauchen. Aber zumindest mal eine neuere Information. Sag mal, wie wär's, wenn ihr einfach mit den Leuten... Bitte warte, bis das Fest anfängt. Ja, tue ich ja gerade. Wenn ihr mit den Leuten aus dem Nachbardorf zusammentut, dann müsstet ihr auch nicht so wie die letzten, Perversen irgendwelchen Mädels hinterher sabbern. Oh, wait. Ich glaube, hier ist noch eine Tür, die hatten wir noch nicht. Heute verkleiden wir uns. Okay, schön. Es ist Karneval! Woo! Endlich wieder das Kostüm auspacken. Reden wir nochmal mit ihm. Bitte, tanz mit mir auf dem Fest. Nein. Ah, Fräulein Venus, wohin gehst du? Das Fest beginnt gleich. Nee, tut's ja eben nicht. Ich will auch schon die ganze Zeit, dass das Fest beginnt, aber ihr startet einfach nicht, ihr lustigen Leute. Okay, ein letzter Versuch. Fräulein Venus, die Vorbereitungen für das Fest sind noch nicht abgeschlossen. Bitte sprich mit den Leuten im Dorf. Das Fest wird bald beginnen. Hab's verstanden. Jetzt haben wir mit so vielen Leuten hier gesprochen. Aber irgendwie... Toll, das... Das hatten wir auch schon. Das ist doch blöd. Na gut, okay. Meinetwegen, wir machen jetzt eh erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Let's play. Sailor Moon, NASA Story und keine Ahnung. Ich gebe euch jetzt ein bisschen Musik und dann schlürfe ich nochmal ein bisschen an meinem Kaffee und dann bis später und so. Aber bis gleich, besser gesagt. So in 5 Minuten. Pi mal Daumen. Bis gleich.